liebe Leute, ja, es freut mich, dass ihr Interesse habt am Online-Coaching, das heißt Online-Input holen, Übungen machen, jetzt zum Thema Anliegerkurven fahren. Die gibt es im Bikepark sehr häufig oder auf Flowtrails. Und wer das noch nicht gemacht hat, sollte sich da Schritt für Schritt herantasten. Ich möchte jetzt schon gute Tipps geben, wie man das machen kann, wie man das vielleicht auch zu Hause schon machen kann, wenn man keine gebauten Strecken hat, wo man sowas in der Art findet, um dann schon sicherer zu sein. Was sind Anliegerkurven? Das sind eigentlich Kurven, die es einem sicherer und spaßiger machen sollen, dass man schnell durch die Kurve fährt, weil im Vergleich zu offenen Schotterkurven oder so gibt einem diese schräge Wand, das ist so ein bisschen wie, so eine, wie bei einem Bobkanal, kann man sich das vorstellen, die hilft einem halt, dass man weniger Traktionsprobleme kriegt und dass man halt schneller durch die Kurve kommt. Und es ist natürlich auch ein super Gefühl, es macht einfach Spaß. Wer das noch nicht gemacht hat, wird mentale Probleme ein bisschen damit haben, dass man quasi sich und dem Bike das zutraut, in dieser Schräglage zu sein, dass die Geschwindigkeit einen auch stabil hält, dass man nicht einfach dann quasi runterfällt. Und deswegen ist es halt auch für Anfänger oft nicht so cool, wenn man höhere oder schwierigere Anliegerkurven in einfachen Strecken hat. Und man sollte dann gucken, dass man das wirklich bewusst übt. Natürlich sollten die Kurvenbasics sitzen. Geht da nochmal zurück in die Basic-Lektionen oder auf meinen YouTube-Kanal, wo es auch schon viele Kurventechnik-Videos gibt. Und da geht es darum, dass die Blickführung stimmen muss, die Körperrotation, dass das Rad dem Körper folgt, sich in die Kurve neigt, dass man dann mehr Radneigung hat. Das Rad ist mehr geneigt als der Körper. Das hat man bei normalen Kurven und jetzt bei Anliegerkurven ist es natürlich so, dass man sich schön mit in die Kurve reinlegen kann, weil man super Traktion hat. Und das möchte ich euch ganz jetzt mal zeigen, wo ihr das am besten üben könnt. Häufig ist es so, dass ihr bei normalen Trails im Wald auch Stellen habt, wo ihr merkt, an der Seite ist so eine Erhöhung, so eine Böschung. Und da kann man natürlich auch schon so ein bisschen schräg reinfahren. Dann hat man schon so ein ähnliches Gefühl und kann auch auf den heimischen Trails schon mal, ja, mal gucken, wie es sich anfühlt, wenn das Rad so ein bisschen mit in der Schräglage ist, der Körper auch, dadurch, dass man quasi eine kleine natürliche Anliegerkurve gefahren ist. Wer die Möglichkeit hat, sollte einen Pumptrack nutzen, um das Ganze zu üben, weil Pumptrack gibt es viel mehr als Bikeparks und in vielen Städten, aber auch vielen Orten. Und da kann man auch hingehen und Anliegerkurven schön üben. Und das sollte man dann auch machen, weil man alle Elemente, die man dafür braucht, auch üben kann, ohne dass man sofort in den größeren Bikepark fahren muss. Wenn ihr jetzt irgendwo seid, wo es Anliegerkurven gibt, zum Beispiel einen Übungsparcours oder einen Flowtrail, dann wäre mein Tipp, auch wirklich mal bewusst zu üben, zum Beispiel die Linienwahl variieren, mal in der Mitte reinfahren, mal ein bisschen weiter unten reinfahren, aber dann bitte ein bisschen langsamer oder ein bisschen weiter oben reinfahren. Kriegt ihr ein Gefühl für die Kurve, so wie ihr quasi die Anliegerkurve dann um die Kurve mitleitet und am Ende wieder rausspuckt. Und da ist es so, dass ihr folgende Methode anwenden könnt, wenn ihr euch noch unsicher fühlt. Guckt, fahrt mit jemandem zusammen, der mit einem guten Sicherheitsabstand vor euch fährt. Und wenn ihr in der Anliegerkurve seid und ihr habt das Gefühl, euer Blick geht zu starr geradeaus und geht nicht weiter mit in die Kurve, dann guckt zum Hinterrad des Vordermanns oder der Vorderfrau. Oft sind Bikeparkstrecken mit Brechsand und bei Anliegerkurven ist dann das Phänomen, dass der Brechsand, der lose ist, runterrutscht und dann ganz unten in der Anliegerkurve sich so ein kleines, ja, Softspot entwickelt hat mit ganz feinem Schotter und da ist dann viel rutschiger. Deswegen gebe ich oft das Bild die Lehmlinie, also da, wo der Boden nur so aus hart getrocknetem Lehm besteht, fahrt die Lehmlinie und dann seid ihr sicherer und habt auch nicht das Problem, dass ihr, wenn ihr innen reinfahrt, dass es euch dann in der Kurve total weit nach oben trägt. Wenn ihr jetzt Anliegerkurven fahrt an einem Übungsspot, bitte trainiert sofort beide Seiten, vor allen Dingen auch die schwache Seite, deutlich mehr. Ihr könnt dabei zum Beispiel auch mal den inneren Fokus setzen und sagen, wie fühlt sich dabei meine Beine an, auf welchen der beiden Beine spüre ich mehr Belastung, wenn ich in der Anliegerkurve fahre. Und ja, das macht auf jeden Fall Sinn, das weiter zu üben, auch die schwache Seite. Bitte lasst aber eure Schokofußstellung so, wie sie ist. Nutzt das Stilmittel der Übertreibung und übertreibt mal eure Blickführung, eure Körperrotation in der Anliegerkurve, werdet merken, wie sehr das hilft, gut um die Kurve zu kommen. Oft ist es so, dass natürlich Anliegerkurven so gebaut sind, dass man, wenn man vor der Kurve ein bisschen das Tempo minimal reduziert, dass man wirklich auch ohne Bremsen durch eine Anliegerkurve richtig schön durchsausen kann. Dabei ist, wie gesagt, wichtig, dass ihr die Geschwindigkeit vorher reduziert und nicht volle Kanne reinfahrt in die Anliegerkurve und dann total stark bremsen müsst. Jetzt noch eine Übung, die ihr machen könnt,
als Fortgeschrittenere. Und zwar könnt ihr auch wieder den Rebound, den Preload nutzen und könnt euer Bike richtig schön in den Scheitel der Anliegerkurve reinpressen. Dadurch wird auch wieder die Federung komprimiert und wenn es dann aus der Kurve rausgeht, werdet ihr richtig noch mehr rausbeschleunigt, wenn die Federung auch wieder rausgeht. Und es fühlt sich einfach sehr, sehr gut an. Man kann noch schneller, dynamischer durch Anliegerkurven fahren. Haltet auch im Wald mal eure Augen auf. Manchmal gibt es so richtig schöne Anliegerkurven, die fast schon ein bisschen wie ein Wallride sind. Und das wäre nämlich der nächste Schritt. Wenn ihr euch an Anliegerkurven wohlfühlt mit der Schräglage, dann könnt ihr auch schon mal kleine Wallrides fahren. Das macht auch total Spaß. Gibt es im Bikepark oder auch manchmal auf natürlichen Trails. Und da kann man das Ganze dann noch weiter steigern. Und man hat immer noch ein geringes Risiko und es ist ein total schönes Gefühl. Das waren Tipps, wie ihr beim Üben weiter vorankommt beim Thema Anliegerkurven, wenn ihr es noch gar nicht gemacht habt oder wenn ihr noch schneller und besser durch Anliegerkurven fahren wollt. Und dann ist noch wichtig zu erwähnen, dass ihr die Geschwindigkeit wirklich auch individuell anpassen solltet, weil wenn ihr richtige Profis seht, wie schnell die durch Anliegerkurven fahren, das ist unglaublich. Aber ihr solltet euch nicht einem Verletzungsrisiko aussetzen, indem ihr quasi trotz weniger Erfahrung schon so reinballert in Anliegerkurven wie die Könner. Und leider habe ich auch schon viele Verletzungen, also als Unbeteiligter, gesehen in Anliegerkurven. Deswegen macht es auch wieder Schritt für Schritt und steigert euch in kleinen Baby-Steps. Dann lean it like you mean it. Schief und rein. Zack, bis dann.